Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Trashothek Spielzeug, dem Made in China Magazin, das sich mit Plastiktinne und sonstigen lustigen Dingen beschäftigt, die man als Mann eigentlich gar nicht wirklich mehr so in Betracht ziehen sollte. Als Frau auch nicht. Neben mir Sven, ich bin der Thorsten, als Frau Hallo? Auch nicht, genau. Ja, aber es gibt Frauenspielzeug. Aber das ist vielleicht da was ganz anderes. Das auch aus China. Ja, ich weiß. Okay, aber kümmern wir uns um das, was wir auf dem Tisch stehen haben. Richtig, ja. Heute geht es um das Thema Reaction. Das ist eine Figurenreihe der Firma Funko, beziehungsweise nicht von Funko, sondern von Super 7. Das ist eine lustige Spielzeugschmiede in den USA, in San Francisco, wo ganz viele Künstler und Designer immer ganz kreative Sachen machen. Und die haben vor 2 Jahren eine neue Reihe gestartet, eine Serie gestartet, die hieß Reaction Figures. Reaction steht für Retro-Action, weil diese Figuren, wir sehen sie hier alle schon schön, alle produziert sind auf einer Blisterkarte, wie früher auch in den 70ern die Star Wars Figuren von Kenner. Damit legte man ja, damit ging ja eigentlich alles ganze, das ganze Übel, alles ging eigentlich damit los mit Kenner und Star Wars in den 70ern und fortan war es um uns geschehen. Und die versuchen natürlich, oder das schaffen sie natürlich auch hervorragend, so ein bisschen unter dem Retro-Design wieder so dieses Wohlfühl, dieses Erinnerung an Kindheit, diese haptische Sache, wie die Blisterkarte aufreißen und gucken, was da für eine lustige, kleine, billig produzierte Plastikfigur drin ist. Was der Spielzeugsammler natürlich nicht tut. Er reißt die Blisterpackung nicht auf. Aber als Kinder haben wir das gemacht. Ja, natürlich. Wir konnten kaum abwarten, an die Figur ranzukommen. Da waren wir ganz schlechte Sammler. Und haben auch die Karten sogar gesammelt, um zu gucken, welche Figur man dann noch brauchte. Und hat immer Kreuzchen dran gemacht. Oder hat die Oma und Opa hier... Ne, und so, ne? So, naja. Oder man hat irgendwelche Sammelmarken ausgeschnitten, die man dann, wenn man 5 hatte, schickte man sie ein. Und dann hat man eine Figur bekommen, die man in der Regel nicht kaufen konnte. Ja, richtig. Richtig. Einige der Sachen hier, die sind zwar alle käuflich, natürlich heutzutage ist alles käuflich, aber es ist halt eine ganz schöne Sache. Und Reaction ist entstanden, vor 2 Jahren, bei der Firma oder bei der Spielzeugschmiede Super 7 in San Francisco. Und die hatten die Idee, die verlorene Actionfigurenreihe von Aliens von Kenner wieder auf den Markt zu bringen. Und zwar war es so, dass 1979, als der Alien-Film auf den Markt kam, dass Kenner die Lizenzen dazu hatte, wie auch zu Star Wars. Und die wollten halt weitere Science-Fiction-Serien ausbauen, weil Star Wars einfach so unwahrscheinlich erfolgreich war. Da hat man keiner mit gerechnet. Und da hat man sich die Rechte zu, auch bei 20th Century Fox, halt zu Alien gesichert. Und nur leider Gottes hat der Film dann... Ist halt blöd, wenn der Film ab 18 ist, richtig, und kein Kind den sehen kann. Keine Jugendfreigabe bekommen damals. Dann ist das natürlich schlecht. Und genau, es waren 5 Figuren schon vorbereitet. Da gab es schon Prototypen für. Das waren nämlich, klar, Ripley, dann Ash, Kane, Dallas und der Alien Warrior. Genau. Mhm. So, als kleine 10 cm Figuren vorbereitet, gab es auch schon kleine Testfiguren zu. Ja, hat man nicht auf den Markt gebracht, weil man gedacht hat, kriegen wir nicht verkauft, die Kinder kennen Alien nicht, viel zu gruselig für die Kinder. Es gab dann nur eine große Kenner-Alien-Figur in der Größe ungefähr, die ist auch heute kaum noch zu bezahlen, wenn man die Original bekommt. Da hat sich sozusagen jetzt Super 7 eingeklemmt und hat dann halt vor 2 Jahren das nochmal auf den Markt geschmissen, beziehungsweise hat die Figuren ausgegraben, die Probefiguren halt entsprechend, und hat sie dann jetzt auf den Markt gebracht bei der Comic-Con vor 2 Jahren. Die haben sogar Early Bird Packages verkauft, das heißt, die waren noch nicht da und haben dann genau wie Kenner auch 79, als sie noch keine Figuren fürs Weihnachtsgeschäft hatten, haben die dann auch so Gutscheine verkauft, dass man dann die Figuren später zugeschickt bekommen hat. Und das ist so erfolgreich gewesen, dass die Fans fanden das so gut, ich meine, ich bin ja auch so ein bisschen gefixt von der Geschichte, dass das jetzt richtig große Bahnen angenommen hat und die Firma Funko, auch eine relativ große Spielzeugfirma, die ganz witzige Sachen macht, Bubblehead und so weiter, die im Vertrieb weltweit hat und man die Sachen jetzt wirklich auch fast überall bekommt. Und da gibt es halt Serien wie Zurück in die Zukunft, wie Terminator, wie klassische Horrorsachen, Freitag der 13., Jason und so weiter, die Universal Monster, hier eines meiner, mein absolutes Lieblingsmonster, der Kiemenmensch, vielleicht holst du mal die Kamera, genau. Habe ich. Genau, können wir mal ganz kurz hier. Richtig. Und man sieht natürlich auch bei den Figuren hier, wenn man sich das so anguckt, die sind natürlich nicht besonders detailreich in der Größe. Heutzutage mittlerweile möglich, damals war es nicht so möglich. Die sehen halt immer so ein bisschen aus, als hätte man sie aus dem Kaugummi modelliert oder so. Mhm. Aber das macht so ein bisschen auch den Charme aus. Besonders spannend finde ich natürlich den weißen Hai, den es dann auch passend zu den Figuren in der Größe gibt, den man auf das Maul auf und zu machen kann. Da gibt es auch eine Special Edition von der Comic-Con von diesem Jahr mit blutigem Maul und der Quinn steckt im Maul drin. Halt. Und natürlich die weiße Hai-Figuren, die 3 bekannten, natürlich Hooper, Chief Brody und Quint.
So, und es gibt halt unwahrscheinlich viele Sachen. Aber kommen wir nochmal zurück zu Alien. Und das ist so ein bisschen das Besondere, was wir hier jetzt präsentieren wollen. Nämlich das wunderbare Eggchamber Action Playset. So, und das ist auch eine Sache, das ist, glaube ich, letztes Jahr zu Comic-Con rausgekommen. Und das ist ein Bausatz oder ein Bausatz, ein Playset zum Zusammenstecken, wie man das auch früher aus den 70ern auch von den Star Wars Playsets, von den ersten Star Wars Playsets kennt. Nämlich eine Plastikbase, einfach nur ein Unterteil aus Kunststoff und im Hintergrund ist dann die Rückwand einfach dran gesteckt. Das ist einfach eine bedruckte Pappe, schön handgemalt. Das gab es bei Star Wars nämlich damals auch, vom Eisplaneten Hoth mit einem Ad-Ad im Hintergrund. Der war noch ein bisschen dreidimensional oder dem Hangar, auch von der Kantina und so weiter. So waren damals in den 70ern die Playsets und das haben die jetzt wieder rausgebracht. Sehr schön natürlich auch die Verpackung. Die Verpackung finden wir übrigens grandios. Man achte, also A, überhaupt sehr im Retro-Stil gehalten und dann, ich gehe nochmal dran, also das Kind... wir finden es super. Also das ist, wenn jemand das Kind kennt oder so, schickt uns mal die Adresse, ja. Wir wollen eine Autogrammkarte. Wir finden es super. Genau. Not a toy. Not a toy. Und dann sind da zwei Kinder. Ja, muss man nicht verstehen. Ja, sehr, sehr lustig. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Kommt auch in der Vitrine zu Hause bei der Sammlung ganz gut rüber. Es gibt mittlerweile neue Alien-Figuren. Man erkennt übrigens die Originalfiguren, also die erste Auflage, die ersten fünf Figuren, die Super 7 vor 2 Jahren rausgebracht hat, daran, dass sie die Alien-Figuren einen blauen Rand hatten, so ähnlich wie Zurück in die Zukunft jetzt hier. Die mit dem schwarzen Rand sind neu produzierte Blisterkarten, neue Figuren. Und das hätte ich ja fast vergessen. Ich habe ja auch jetzt gestern noch frisch vom Zoll. Aber du hast doch die Sonderfunktion der Alien-Figuren noch gar nicht gezeigt. Da siehst du mal, dann machen wir das jetzt auch noch mal schnell hier. Guck mal. Ah, hier in diesem wunderbaren Playset, bevor ich es vergesse. Das haben wir aber auch bei den Star Wars-Figuren gab es das auch nicht. Man kann hier oben den Deckel abnehmen und dann kann man dem Alien, wie man es so schön sieht, so richtig schön den zweiten Kiefer da rausfahren. Also sieht ein bisschen aus, als würde es die Zunge rausstrecken, ja. Aber naja. Der Versuch ist da. Ja. Schon hässlich. Ja, schön hässlich, ne? Genau, finde ich auch. Ja, und jetzt noch mal ein bisschen Unpacking hier live. Gestern frisch vom Zoll geholt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal beim Zoll gewesen seid. Ganz ehrlich. Das ist vergnügungssteuerpflichtig und es gibt kaum einen unfreundlicheren Ort als den Zoll. Also das ist so eine Art Vorhölle, auch für Spielzeugsammler. Es gibt eine schöne Pastewka-Folge, Pastewka beim Zoll, müsst ihr mal googeln, jetzt bei YouTube im Ausschnitt. Es ist so, 1 zu 1. So, also, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Von Reaction, Masters von der of the Universe, Comic-Con, ein Prototypen-Set. Und zwar zu einer Masters of the Universe-Serie, die so hätte kommen können, aber nie gekommen ist, wenn Kenner die Lizenzrechte dazu gehabt hätte, beziehungsweise die Idee gehabt hätte. Aber Mattel hat ja Masters kreiert und die haben halt ein anderes Format gewählt. Aber Super 7 ist jetzt hingegangen und hat sich gefragt, wie hätten denn die Masters ausgesehen, wenn sie von Kenner gewesen wären. Und so sieht man, so wie Prototypen eigentlich normalerweise hergestellt werden, in einfarbig Kunststoff einfach gepresst, Gespritzguss, dann entsprechend, damit man das ein bisschen ausprobieren, spielen kann. Dann gibt es hier noch genau Schnickschnack dazu, den Stab von Skeletor, das Schwert von He-Man, das Schwert von Merman und natürlich die Peitsche von Beastman. Und dann auch nochmal so eine Art streng geheime Bewertung, so wie die früher auch auf Reisen geschickt worden sind, zu den entsprechenden Entscheidungsträgern oder Entscheidungsfindern, dann, die dann ihre Kommentare dazu geschrieben haben. Ja, eigentlich ein sehr lustiges Set. Macht Sieht Spaß. Auf jeden Fall cool aus. Also ich glaube, ja. Dass es auch im Regal für Sammler echt gut aussehen kann, weil die halt monofarbig sind. Das macht sich schon besonders. Und dann halt auch noch 4 verschiedene Farben. Ich finde, das macht sich gut. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Reaction machen jede Menge Spaß. Es gibt noch weitere Serien. Es gibt also Serien zu Figurenserien zu Firefly, zu Breaking Bad, zu aktuellen Fernsehserien oder auch zu Fight Club, zu den Gremlins. Also der Kreativität ist da so eine Grenze gesetzt und ich würde mich freuen, wenn die auch vielleicht in den nächsten Monaten mal oder im nächsten Jahr was zum Thema Ghostbusters machen würden. Ich habe nämlich mitbekommen, dass Funko auf jeden Fall Lizenzrechte für Ghostbusters hat und ich glaube Super 7 jetzt mittlerweile auch, bin mir da nicht ganz sicher und es wäre natürlich geil, wenn die natürlich auch Ghostbusters Reaction-Figuren machen würden. Auf jeden Fall. Aber was ist eigentlich hier drin? Hast du noch gar nicht gezeigt. Das haben wir noch gar nicht gezeigt, genau. Das ist die Verpackung zu dieser Figur. Werf doch auch bitte noch mal kurz dein
Das ist eine Sammlerfigur aus Japan, wo dann auch sogar der Hund, der Einstein, mit dabei ist. Und das ist eine Not-for-Sale-Figur, zumindest steht es auf der Verpackung drauf. Die wird wahrscheinlich auf Messen verschenkt oder verlost oder weiß Gott irgendwas halt. Die habe ich relativ günstig über eBay in Japan geschossen und ist halt im Verhältnis zur normalen Zurück in die Zukunft-Figur. Ja, wie gesagt, der große Unterschied ist halt nicht nur die japanische Blisterkarte, sondern auch der Hund, der zusätzlich mit dabei ist. Ja? Und so wissen wir auch jetzt hier, wie Martin McFly dann genau in japanischen Schriftzeichen geschrieben wird. Ja, Reaction, spannende Geschichte. Meine erste Actionfigur, das wolltest du ja, ne? Da erinnerst du dich noch dran? Ja, da erinnere ich mich noch dran. Sven hat dafür gesorgt, dass diese Leidenschaft von Reaction-Figuren eigentlich bei mir ausgelöst wurde. Beim letzten Weekend of Horrors, damals hieß es noch Weekend of Horrors, jetzt heißt es ja Weekend of Hell, in Oberhausen, da war neben unserem Stand von der Trashothek war ein Stand von einem kleinen Comic-Verlag, und die haben halt da eine Verlosung gemacht und haben 1 Euro los und hatten ganz viel Zeug. Und da war unter anderem diese Figur dabei. Und die wollte ich unbedingt haben. Und ich habe da bestimmt 10, 12, 15 Euro an Losen. Habe auch jede Menge Zeug gewonnen, mindestens im doppelten Gegenwert eigentlich sogar. Aber ich wollte unbedingt diese Figur haben. Und dann habe ich halt gedacht, ne, ich will auch mal probieren. Ja. Und dann habe ich mir, ich hatte aber kein Kleingeld, und dann habe ich mir bei Thorsten 1 oder 2 Euro geliehen. Und dann sagt er noch zu mir, ja, aber wehe, du kriegst die Figur. Nee, ich habe gesagt, hier kaufen los und zieh bitte die Nummer so und so. Ich brauche die Nummer so und so. Vielleicht war es auch so. Auf jeden Fall. Ich hätte gerne die Nummer so und so. Hier, ein Los zahle ich und so weiter. Und dann hat er das erste gezogen und es war genau die Nummer. Und ich habe echt Schnappatmung bekommen vor Lachen. Das war echt geil. Und die Typen an dem Stand konnten sich fassen. Und so bin ich dann zu meiner ersten Reaction-Figur gekommen, nämlich dem Jason aus Freitag, den 13. Ich wollte mir das Ding eigentlich dann noch von Kane Hodder signieren lassen, aber das Autogramm war mir dann doch zu teuer, um jetzt ehrlich zu sein. Da habe ich gedacht, so, dann nimm vielleicht 10 oder 20 Euro, wo ich ja normalerweise nichts für Autogramme bezahle. Aber es war dann doch ein bisschen teurer. Naja, egal. Naja. Aber wir wissen ja auch Autogramme auf Blisterboxen schmälern später den Wert. Was ich eigentlich gar nicht verstehen kann. Ich auch nicht ganz, aber... Ich dachte eigentlich immer, wenn da noch das Autogramm von dem Schauspieler mit drauf ist, würde das Ganze dann ja... Eigentlich würde das auch... Das ist doch nur eine Adelung, das ist doch noch ein Upgrade eigentlich. Eigentlich schon. Ich glaube, bei Autogrammen ist vor allem das Problem, dass man nie genau weiß, ob sie original sind oder nicht. Das ist richtig. Da muss man halt ein Foto machen, oder? Ja. Ne? Dann als. Naja, so viel dazu. Ich glaube, genug gequatscht heute. Ich habe mir den Mund halt fusselig geredet, irgendwie, so ein bisschen. Reaction, lustige Reihe, können wir nur empfehlen. Und ja, schaut euch einfach mal um, wenn ihr mal was seht oder so in der Richtung... Es könnte sich im Regal neben den DVDs zu den entsprechenden Filmen, könnte es ganz gut aussehen. Vielleicht. Ja, vielleicht. Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge und viel Spaß erstmal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.